Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2 Staffel 3 Reloaded. Heute fahren wir. So viele Kabel, die wieder rumfliegen. Heute fahren wir 19 Tonnen Digitalkameras von Prag nach Goleniow. Wieder quasi denselben Weg zurück wie in der vorherigen Folge. Nur diesmal halt über Nacht und mit halt Digitalkameras. Nach dieser Tour werden wir zwar nicht irgendwie Level 12 sein, aber und wir bekommen 13.000 für den Auftrag, 13.000 ein paar zerquetschte. Und die Sonne kommt wieder rum, deswegen ist diese Nachtfahrt gerade besonders kacke. Weil das hier halt so stark in der Nacht beginnt. Frachtmarkt. Dann nehmen wir den Auftrag 13.979, um es genau zu sagen. Und werde ich mal von Tradon nach Fast Trends. Dann würde ich sagen, wollen wir mal losfahren. 478 Kilometer haben wir vor uns. Wunderbar. Oh, gut. Der eine hat ja gerade Glück gehabt. Hätte auch ins Auge gehen können. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Wie gesagt, neues Level bekommen wir nicht, sprich, den Truck können wir noch nicht weiter verbessern. Aber vermutlich dann in der Folge 27, nachdem wir dann, also da werden wir auch vermutlich ein neues Level haben, wenn wir dann von Goleniow aus unseren nächsten Auftrag annehmen.
Aber das ist schon mal schön, dass wir wieder einen kleinen neuen Abschnitt kennenlernen. Und wieder sehen in dieser Staffel von Tschechien jetzt in diesem Fall. Dass wir erst nicht denselben Weg, also nicht den exakt selben Weg gefahren sind, wie den Hinweg. Nur ein bisschen halt. Ich habe immer noch mir noch nichts zu trinken gemacht. Zum Glück hatte ich aber noch was neben mir stehen. Wird auch langsam gerade wieder ein bisschen zu warm. Wir fahren sogar durch Dresden durch. Okay, das ist ja eine komplett andere Strecke. Never mind, die sah halt nur gleich aus. Na klar. Da ich das Stadtschild auch gesehen habe, war egal. Gott, das ist hier ein Stau, holy. Da sieht man ja nur noch Rücklichter. Entdeckt. Kann nie schaden. Jetzt nicht nochmal geblitzt werden. Das wäre. Ach, jetzt habe ich gerade bei der letzten Folge vergessen nachzugucken. Wie unser Stand ist, so von der Beliebtheit, sag ich jetzt mal.
Dann versuchen wir das vielleicht nach dieser Folge mal zu machen. Rechts. So wollte ich es formulieren. Wir fahren auf die A4 Richtung Berlin-Breslau. Müssten wir auch eventuell mal wieder tanken. Mal schauen, ob wir das in Golenjow machen können. Dann geht es wieder runter auf die A13. Da bleiben wir dann noch ein Stückchen. Bis wir dann auf die A10 wechseln, sofern es ab hier wieder derselbe Weg ist. Juni war was anderes. Okay, das habe ich dann wiederum verwechselt. My bad. Also in Bezug auf Sommer Anfang von der vorherigen Folge. Und bis zum 26. ist eine andere Deadline, mehr oder weniger. Das ist für Train Sim World, was eine 800 Millionen Meter Challenge betrifft. Angriff nehme. Geht auch wieder die Sonne auf. Das ist wunderbar. Aber ich muss schon sagen, so was jetzt die Festplatte betrifft, es ist schon ein Unterschied zwischen Euro Truck Simulator 2 gemoddet und American Truck Simulator 2 American Truck Simulator gemoddet. Mit Mods, also gemoddet gleich mit Mods. Also bei American Truck Simulator, so was da mir immer auffällt, ist, dass es halt so eine Art konstante Belastung gibt bei den Aufnahmen. Also es ist halt so immer so, sag ich mal, bei 0-8% ist. Also beziehungsweise bei 8% immer so um den Dreh. Mit minimalen Ausschlägen, also was heißt Ausschlägen, ne? Geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber bleibt relativ konstant.
Und bei Euro Truck Simulator 2, also sowohl bei, ich glaube bei beiden Staffeln auch. Und bei Euro Truck Simulator 2 ist es halt so, dass es halt eher so ein, doch schon eher seismografisch ist, sage ich jetzt mal. Also das sind eher, es gibt Passagen, wo es halt teilweise bei 0 ist. Und dann geht es halt hoch auf 9%, dann auf 31, auf 61, auf 21, 32, 42, 87%. Ja, das ist halt. Und das war jetzt gerade live, was ich gerade. Also, das waren gerade die Live-Daten, so nach dem Motto. Von daher, das ist halt echt sehr, 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 sehr strange. Es ist halt die Frage, ob es halt an den Mods liegt. Oder an der Version, dass die 1.30.x Version damals in diesem Stand halt nicht so solide war für die Mods, aber nicht ganz so perfekt, sag ich mal. Was ich mir nicht vorstellen kann. Also ich kann mir eher vorstellen, dass es halt eher an den Mods liegt. Mal schauen, in nächster Zeit könnte es halt gut sein, dass ich wieder so gesehen Vanille auf der aktuellsten Version mal spiele, das höchstwahrscheinlich auch streame. Vielleicht sogar schon gestreamt habe. Wenn ich schon gestreamt habe, habt ihr das gerade oben auf dem, auf dem roten i, genau, auf dem i gesehen, den Livestream. Wenn nicht, dann halt nicht. Komm schon, fahr schneller, ich will hier überholen. Da werde ich ja nochmal ein Auge drauf werfen, wie das dann so wirkt. Und dann geht es jetzt auch runter auf die A10. Ab nach Polen Richtung Poznan. Lässt mich nicht. Lasst die mich jetzt selber, bevor da jemand anders mich nicht lässt. War ich da auf der A10 Richtung. Ja, Richtung nach Stettin fahren wir eigentlich nicht, ne? Also, doch schon Richtung, aber. Bei fahren wir, nee, wir fahren glaube ich bei Stettin vorbei oder durch, eventuell sogar und dann nach Golenjov. Auch nur noch 194 Kilometer. Richtung Stettin auf die A11.
das war so timingmäßig, muss ich schon sagen, waren die Aufnahmen okay gesetzt. Also früher wäre noch bestimmt besser gewesen, aber früher war nicht drin, von daher alles tutti frutti. Wieder eine Radarkontrolle, Mensch, hör auf, vorne aufzubremsen, sag ich dir. Aber ich sag's dir nur einmal. Mal dieses Überholen und dann Ausbremsen der KI. Belastend jedes Mal aufs Neue. Was sind das für komische Geräusche? Macht jetzt natürlich wiederum Sinn, wenn ich bedenke, dass die Tür noch offen ist. Gut, wir fahren weiter Richtung Polen. Noch sind wir nicht dort. Bisschen anstrengend. Aber sollten wir gleich sein, diesen Windpark, den hatten wir ja in der vorherigen Folge, kurz nachdem wir Polen verlassen hatten. Ich schätze mal, dass wir so von der Reputation vielleicht so bei 1,9 sind von 5, glaube ich, ist ja das Maximale. Okay, wir sind halt doch schon ganz gut aus, häufig ausgezeichnet gefahren, von daher sollten wir halt so auf dem höchstmöglichen sein. Klar haben wir mal ab und an so einen kleinen Fauxpas. Ja. Wir sind in Stettin. Fahren aber auch durch Stettin nur durch. Das ist aber gerade wieder mehr als nur Multitasking hier. Oh Gott, alter Verwalter. Holy shit. Ah, die Stadt lädt aber echt spät, ne? Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es in zukünftigen bzw. aktuell in der aktuellen Version, dass es da mit den Mods vielleicht besser ist, dass es da angepasster ist, aber nun gut, ist halt wie es ist.
müssen wir eventuell mal gucken, dass wir versuchen, möglichst lange dann in Städten zu halten. Wäre natürlich optimal, wenn wir dann halt immer mehr Ampeln haben und vor den Ampeln auch wirklich stehen bleiben, dass wir das dann vielleicht vorladen kann. Dass dann nicht so ganz so übel ist wie jetzt gerade eben, weil da sind wir eigentlich quasi in einem durchgefahren. Was da eigentlich sonst auch nicht so der Fall ist, dass es halt so krass ist. Haben wir nur noch 60 Kilometer bis nach Goleniow. Da haben wir dann noch eine weitere Tour. Erfolgreich, höchstwahrscheinlich, hoffentlich, fingers crossed. Hoffentlich habe ich es nicht gejinxt hinter uns. Ja, halt erfolgreich, gut, wir hatten natürlich, glaube ich, einen Blitzer oder was Netzerfolg, ich weiß nicht mehr. Da geht es halt immer Richtung Danzig. Aber wir werden vorher natürlich die Fracht abliefern in Goleniow. Sollte mir ja auch schon so gut wie sein. Wenn wir schon mal hier sind, tanken wir jetzt doch, dann müssen wir im Gelände noch nicht suchen. Und für 1 Euro pro Liter tankt man auch wiederum gerne. Wie viel das jetzt waren, nur 650 Euro oder so. Nicht viel. Einfach deutlich mehr zahlen können wir. 2,39 Euro, glaube ich, oder, so, oder mehr als das. Aber ich weiß es gar nicht. Zugeben, ich kann mich gar nicht wirklich erinnern, dass wir mal in Goleniow gewesen sind, nach Goleniow geliefert haben. Ja, aber sind wir bisher noch durchgefahren, kann das sein? Das war ja sowas von klar. Och. Gut. Was
passiert. Geliefert, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerade ausfahren werde. Ampeln sind doch einfach nur nervig hier. Kann man ja schon fast gar nichts anderes mal zu sagen. Aber es ist aber ein sehr, sehr fieser Blitzer da gewesen. Holy, ja, den sehen wir ja gar nicht. Das ist aber eine Abladeschelle, holy. Ganz vergessen, dass eine Lenkachse hinten ist. Ja, das lässt sich doch sehen. Ausgezeichnet, Digitalkameras von Prag nach Goleniov geliefert. Gefahrenstrecke 479 Kilometer, Dauer 7 Stunden 11 Minuten, Verbrauchstreibstoff, Kraftstoff 277 Liter. Wir bekommen dafür 13.979 Euro und 718 Erfahrungspunkte. Und dann ja, fahren wir mal zum nächsten Schlafplatz. Der hoffentlich in Goleniov ist. Oder hoffentlich ist es möglich in Goleniov. Ich glaube hier vorne bei Fuel Trends ist es möglich. Fahren wir mal zu Fuel Trends und schauen dann bei Fuel Trends hier um die Ecke nach, wie denn unsere Bewertung so ist. Oder unser aktueller Bewertungsstand, besser gesagt. Besser gesagt, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle anders formuliert. Ah, hier vorne.
Dann schauen wir mal da mal kurz nach. 2,5. Nicht schlecht. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, beim nächsten Mal ist der Frühling weg. Glaube ich. Ich gucke jetzt nochmal sicherheitshalber nach, nicht, dass ich jetzt was Falsches erzähle. Und danach gehen wir auf alle Fälle in der nächsten Folge. Ja. Wo auch der Frühling weg ist, wo wir dann wieder in der Sommerzeit sind, geht es dann weiter von Glenjow aus. Wohin es geht, werden wir dann sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!